Hallo und herzlich willkommen zu My Time at Porsche. Wir sind gestern schwer auf Jagd gewesen und haben versucht, blaues Leder zu besorgen. Und ich glaube, wir haben noch keine 18 zusammen, aber wir haben einen Brief von Antoine. Lieber Handwerker, also hallo Handwerker, das Rathaus hat uns mehrere Bestellungen für Langstreckenbusse gegeben, die auf neue Strecke zwischen Porsche und Sandfels verkehren sollen. Wir haben den Auftrag am schwarzen Brett der Handelsgilde ausgeschrieben. Falls du Interesse hast, dann schießen wir doch gleich mal los und holen uns einen Busbauauftrag. Das werden wir auf jeden Fall tun. So, jetzt bin ich mal gespannt, was es hier alles gibt. Gummifrüchte, Eisen. Dafür haben wir gestern 10.000 bezahlt. Ich glaube, mir wird schlecht. So, wir müssen einen Ghetto-Blaster bauen und bekommen dafür 6.000. Und wir müssen noch für den nächsten... Oh, es gibt heute keine Aufträge. Doch, hier. Gut, wir kriegen dafür 10.000 und 5.000 XP. Da machen wir natürlich gleich einen an. Und jetzt müssen wir hier wieder unser Lieblingsspiel machen. Wir müssen hier vergleichen und müssen sagen, da ist ein Fehler, hier oben ist ein Fehler, das ist ein Fehler. Zum nächsten. Wir gehen hier rein und dann sagen wir, das ist schwieriger. So, dann sagen wir, das ist zu groß. Ich sehe, dass da Unterschiede sind, aber ich sehe sie noch nicht richtig. Wo ist der Unterschied? Wo ist der Unterschied? Nein, das war keiner. Unten, hinten, da. Da haben die... Und das hat auch noch nicht gestimmt. So. Gut, da waren die Lüftungsschlitze waren falsch. So, hier. Das ist verbogen. Da fehlt was. Und da ist irgendwie was falsch. So. Da war irgendwie so eine Ablagerung. Also hier war schon mal gerade, das habe ich sofort gesehen, da ist ein Kratzer. Das habe ich gleich gesehen. So, was haben wir noch? Innen drin sieht es gleich aus, hier oben sieht es auch gleich aus. Hier drüben, das ist total verbogen. Und hier ist ein Absatz, der ist da drüben nicht drin. Also gut, so. Na, da guckst du, ha? Werkstattrepräsentant. So, Antoine. So, gehen wir gleich mal raus. Und wir müssen ja immer noch blaues Leder besorgen. Und zwar wie viel noch? Wir haben die Hälfte. Das ist Nora. Mit Nora müssen wir ein Foto machen. Haha, haha. Erwischt. So, und jetzt müssen wir das Foto natürlich abgeben. Oder die Fotos müssen wir jetzt abgeben. Hier, Interview in the Church. Okay, die ist da drüben. Und dann haben wir hier wilde Hühner. Die wilden Hühner einfangen. So, dann haben wir jetzt hier... Wo ist sie denn? Passenger. Wir haben immer Besucher hier, gell? Hey, pass auf. Da steht eine Falle. Hier hinten. Warte mal. Warte eine Sekunde. Können wir das kaputt schlagen? Ich möchte mal dahinter gucken, ob da irgendwie noch ein Secret versteckt ist. Nee. Aber vielleicht können wir hier. Warte. So. 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 Nee. Auch nicht. Da kommen wir nicht durch. Oh, wo ist das Hundchen? So, hier ist Hundchen. Hi. Na, wie geht's dir? Hier, kriegst mal lecker Fressi. Bitteschön. Ja, schön. Und jetzt müssen wir hier die Porsche Times, oder was? Ich weiß nicht, wo sie ist. Ich glaube, sie ist in der Porsche Times drin. Dann gehen wir mal rein. So, da ist sie. Ich habe sie schon gesehen. Da. Hey, ich habe die Fotos. Dankeschön. Bis später. Wir haben uns noch keinen einzigen Artikel von ihr durchgelesen, gell?
Ja, yeah, aber sie schreibt super Artikel, das ist schon ganz klar. Super, super Sachen. Ja, guck. Und hui, guck mal da. Und hey, ja, super. Schalte eine Anzeige und klicke, um mehr zu erfahren. Oh. Da, ich habe eine Anzeige aufgegeben. Ist klar. Ich habe eine Anzeige aufgegeben. Wie cool, dass das geht. So, ich will mal gucken, ob wir hier irgendwie Erze kaufen können. Hier, Kupfererz. Kostet uns pro Stück 3. Das heißt, wenn ich hier 5 kaufe, kostet es 1.500 kaufe. Dann müssen wir 1.500 bezahlen. Wir haben 32.000. Wir können keine 500 kaufen. Wir hatten nur 100. Was ist denn das? Zinn. Der hat aber auch noch hier hinten... Nee, der war das nicht. Irgendjemand hat hier noch Baumaterial, was irgendwie... Ja, Quatsch, Baumaterial. Irgendwie so Bücher, die wir noch nicht kennen. Bücher, die wir noch nicht haben. Das hier haben wir sowieso an. Feine Sachen. Die könnte sich mal eine neue Kollektion hier zulegen. Das wäre ganz toll. So, ich muss leider gehen. Ich muss blaues Leder suchen. Hi, Dolly. Heute ist schönes Wetter. Guck mal. So ein blödes. Ich gehe mal hier oben hin. Wir machen halt hier so ein schönes Foto. So. Es müsste noch ein paar mehr Posen geben. Und das ist doch irgendwie hier... Guck mal, das ist doch gar nicht so... Warum ist denn das so unscharf alles? So, ich mache mal ein Foto schnell. Wir haben ja nicht so viel Zeit. Wir müssen uns ja beeilen. Aber warum ist das so unscharf? Ich meine, jetzt ist... Gucke, das ist jetzt hier... Also die Figur ist echt immer unscharf. Ja. Achso, ich wollte mal gucken, ob wir vielleicht wieder unseren Charakter... Können wir Punkte verteilen? Nee. Wir müssen noch ein bisschen Erfahrung sammeln. Nach dem Hinzufügen von 5 Punkten kannst du das nächste... Achso, ja klar. Ich weiß gar nicht, wie wir noch schneller leveln könnten. So, ich muss jetzt... Da ist ein komisches Loch. Hi! Oh. Ups, was war das denn? Warum ist der explodiert? Zwo. Der bringt uns nichts, er bringt uns irgendwie so komischen Stoff, den braucht man nicht. 3. Der ist auch explodiert. So, 3-mal blaues Leder haben wir schon. War klar. Der ist auch explodiert. Ich habe gar nicht mitgekriegt, dass die explodieren. Ich meine, ich gebe zu, ich gebe hier andauernd auf das Schnellrennen-Taste, drücke ich die ganze Zeit drauf. Aber unsere Ausdauer ist echt mies. 4. Na, hast du gut versteckt, gell? Was denn das? Was denn das? Was ist das denn? Das muss ich abbauen. Kristalle, okay. Ich wusste ja nicht, dass es hier Kristalle gibt. 5. In der Zwischenzeit müssten die oben wieder gespawnt sein. Nee, doch, da ist einer. 5. Und jetzt so ein Doppelschlag hier. Gab kein... Die Flederdinger wollte ich gar nicht schlagen. Noch 4 Stück. Noch 3 Stück.
Noch zwei Stück. Mal hier hochhüpfen, dass wir das gleich sehen. Das ist wieder so ein Flurpy. So, reicht das? Nee, noch eins. Einmal noch blaues Leder. Mist. Blaues Leder. Wenn wir hier Fallen aufstellen, kriegen wir dann irgendwie sowas? Ist eine gute Frage, gell? Jetzt ist schon gleich wieder 17 Uhr. Da vorne tun sie respawnen. Alles klar. So, testen wir unser Glück. Noch einmal blaues Leder, bitte. Ja, das war's. Nein, wir laufen aber hier hinten hin, weil da können wir nämlich gleich das Taxi nehmen und fahren direkt nach Hause. Wir müssen vielleicht beim nächsten Punkte verteilen mal darauf achten, dass wir mehr Ausdauer irgendwie generieren. So, ich werde gerne hier hinfahren und tschüss. So, wir müssen einen Ghetto Blaster bauen und dafür brauchen wir zweimal diese Lautsprecher. So, zwei Stück. Und die müssen wir uns hier unten auch reinlegen. So, zweimal Lautsprecher. Hier ist die Kassette, die brauchen wir auch. Und zweimal Lautsprecher. Und wir brauchen die... Ich habe vergessen, die Metallplatten aufzunehmen. Oh nein. Bronzeplatten. Wir haben die Bronzeplatten vergessen aufzugeben. Wie lange dauert das? 8 Stunden dauert das. Ah, Schrott. Was für ein Schrott. Hier, einmal voll tanken. Und dann bitte Bronze. Wie? Ich kann das nur einmal herstellen. Ich habe doch 100 Kupfererz gekauft. Ich glaube, ich habe es vergessen. So, Ghetto Blaster. Wir stellen das schon mal ein. So, einmal 2 Chips. Das da, das da. Das da. Ja, und jetzt brauchen wir diese blöden Kupferplatten noch. Bronzeplatten. Oder Kupfer? Nicht, dass ich jetzt die falschen mache. Bronzeplatten, 8 Stück. Oh, wir kriegen genau 8 Stück raus. Sollen wir Kupfer sammeln gehen? Ich würde es ja lieber einkaufen. Und wir müssen uns natürlich auch um unsere Tiere kümmern. Haben die noch genug zu fressen? Hier, die kriegen schöne Äpfel. Und eigentlich müssen wir die Tiere auch streicheln. Die gehen jetzt eh gleich alle schlafen. Ich glaube, wir müssen noch mal Kupfer sammeln gehen. So, hier. Na komm, dann gehen wir noch mal Kupfer sammeln. Aber wir können auch Folgendes machen. Wir können mal kurz hier ins Buch gucken. Ach, ich will ins Buch gucken und das geht natürlich jetzt nicht, weil wir... So Mist. Wir gehen, gucken mal hier. Handelsbuch. Missionen. Langstreckenbus. Ja, ich brauche das Handbuch hier. Windturbine? Und wo ist der Bus?
Wo ist denn hier der Langstreckenbus? Wir brauchen einen Langstreckenbus für die Eröffnung der Strecke von Porsche nach Sandfels. Der Erfolg dieser Route ist der Zukunft und unheimlich wichtig. Es gibt ein Bestes. Falls der Bau des Fahrzeugs irgendwelche Probleme gibt, dann wende dich bitte ans Forschungszentrum. Ah, Petra, Fragen. Mann. Was, du bist fertig, oder was? Zeolith. Das kriegen wir doch heute gar nicht mehr hin. Petra wird jetzt nicht zufällig hier rumstehen oder so. Petra? Nee, Nora. Gut, dann gehen wir Kupfer sammeln. So, die haben wir das letzte Mal ja schön zurückgesetzt. Das heißt, wir müssen jetzt wieder hier richtig viel Ausrüstung bekommen, Metall bekommen, weil wir die Karte hier komplett zurückgesetzt haben. So. Das Werkzeug. Kupfererz und Datendisks. Die Karte öffnen und drücken, um E zurück zum... Also mit E komme ich direkt zum Eingang? Echt? Das heißt, ich muss gar nicht mehr zurücklaufen? Das wäre ja mal praktisch, weil das nervt nämlich total. So. Wie findet ihr eigentlich die Musik? Ich finde die Musik ganz toll. Man kann das echt auch lange hören. Und es gibt ja auch ganz viele Stücke hier. Und das ändert sich immer wieder. Ich finde es echt gut. So. Ich hoffe, euch gefällt das Spiel auch noch. Ich spiele das jetzt schon so lange, aber es gibt ja auch immer neue Sachen. Wir haben es ja bei weitem noch nicht irgendwie durchgespielt oder so. Hier gibt es ja noch super viele Aufträge. Es gibt ja noch ein ganz neues Gebiet, in dem wir noch nie waren. Achso, ich wollte mal gucken, ob wir mit dem Bus einfach hinfahren können. Ich warte die ganze Zeit darauf, dass wir da irgendwie, ja, eine Mission bekommen, dass wir da hingehen sollen. Aber vielleicht können wir auch einfach einen Bus nehmen und können hinfahren. 3 Datendisks haben wir schon bekommen. Aber andererseits, guck mal, wir sparen jetzt auch 1500 Golds. Das ist schon eine Menge, wenn wir jetzt selbst hier abbauen. So, es ist 23 Uhr und ich würde sagen, wir bauen aber jetzt erstmal hier richtig viel ab. Dann müssen wir nicht andauernd wieder hierhin zurückkommen und müssen danach suchen. Außerdem finden wir vielleicht sogar noch gar noch ein paar Artefakte, wenn wir jetzt hier so graben. Also Datendisks kommen ja schon mal zusammen. Aber weißt du, was mir auffällt? Wir haben ja früher immer Probleme gehabt, dass unsere Aktionspunkte pro Tag irgendwie runtergehen und wir nicht mehr weitermachen können. Und das ist schon seit langem gar kein Problem mehr gewesen. So 700 Kupfer haben wir jetzt gesammelt. Und ich würde sagen, wir laufen vielleicht doch wieder nach Hause, ohne dass wir hier umfallen. So, ich drücke die Karte und drücke auf E. Bist du sicher? Ja. Oh, und ich laufe immer zurück. Ach, jetzt sind wir da hingekommen. Ja, nein, ich möchte es beenden. Ja. Gut, also das hätten wir erledigt. Jetzt müssen wir nutzen hier hinten den Abkürzungsweg. So, und dann hüpfen wir hier drüber. Und da drüber, weil das ist nämlich um einiges schneller. Kupfererz haben wir jetzt besorgt. Und ich würde nämlich gerne heute noch Bronze irgendwie in Auftrag geben. Ich hoffe, dass wir das noch gebacken bekommen, bevor jetzt hier gleich Feierabend ist. So, das ist aufgeladen und ich würde gerne Bronze herstellen und zwar 20. Wir machen überall 20. So, Bronze. Fertigen. 20. Und hier auftanken. So, nächstes.
Auftanken. Bronze. 20. Hier. So. Bronze. 20. Schön. Und Bronze. 20. Ja gut, 21. Hab ich vertippt. So. Bronze. Siehst du, jetzt geht's nämlich hier schon zur Neige. Wir machen ja einfach die 25. Habe ich hier aufgetankt? Ja, habe ich gemacht. Und hier? Auftanken. So, auftanken. Und hier vorne haben wir die Platten. Wenn wir Glück haben, sind die schon durchgelaufen. In ein paar Minuten sind sie durchgelaufen. Können wir uns noch... Ja, das geht noch. Wir können das noch machen. Du solltest dich hinlegen. Ja. Bronzeplatten. 10. Und hier auch. Bronzeplatten. Fertigen. 10. Hoffentlich macht er mir jetzt die zwei Platten noch. Ich hätte kurz abwarten sollen, dass er die Platten noch raushaut. Da ist eine. Hier ist die andere. Draußen Platten. Nimm's. So, Leute, das war's mit der heutigen Folge. Wir haben es geschafft, den Ghetto Blaster heute noch schnell fertig zu bekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir gucken dann mal, wie es dann morgen weitergeht. Und da werden wir uns dann um den Bus kümmern. Und ich hoffe, dass Petra uns gleich schon sagen kann, wie wir das Ding bauen sollen. Bis dann, macht's erstmal gut. Oh, die Folge ist ja super kurz geworden. 22 Minuten. Ja, das ist leider hier so bei dem Spiel. Die Tage sind hier doch ziemlich unterschiedlich. Am Anfang vom Spiel hat es wirklich gepasst, dass die genau 25 Minuten immer waren. Aber jetzt irgendwie nicht so. Gut, macht's gut, bis morgen. Tschüss. Hier ein Blick auf zwei von vielen Serien auf meinem Kanal. Schaut doch auch da mal vorbei und vergesst auch nicht zu subscriben. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.